ich frage mich ja, wie kann ich denn andere Welten freischalten? Kann ich das jetzt überhaupt schon? Oder geht das vielleicht noch gar nicht? Ein Teil haben wir von 42. Drei von sechs Silberkronen. Silberkronen, die du in den Welten findest, können hier in eine Goldkrone umgetauscht werden. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Verstehe, verstehe. Okay, dann geht's jetzt weiter. Aber man muss eine Welt erst fertig spielen, okay. Wenn das dann wirklich so ist, finde ich das aber doof. Ja. Gut, ich bin einer so, der gerne auch so ein bisschen switcht, weißt du, wie ich meine? Dann mal da rein, dann mal da rein. Ah, guck! Guck! Und schon The Walking Dead. Und schon sind wir woanders. So, dann nehme ich doch mal direkt den Rick. Confirm. Sieht es jetzt hier anders aus? Nö. Nö. Was ist das? Ich hab doch eine Krone. Jetzt schalte ich die zweite, jetzt kann ich eine zweite Welt freischalten. Seht ihr hier mit einer Krone, seht ihr? Ich glaube, das ist so. Und jetzt kann ich aussuchen. Jurassic World, Scott, Umbrella Academy. Also Master of the Universe haben wir ja, deswegen können wir das nicht auswählen. Das ist es. Okay, das ist es. Ich glaube, Umbrella Academy spare ich mir noch ein bisschen auf. Ja. Da habe ich nämlich Bock drauf, deswegen spare ich mir das noch auf. Ich will mal wissen, wie die Dinosaurier aussehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal Jurassic World rein. Ja, guck. Ah, und jetzt haben... Ja, okay. Also haben wir jetzt Master of the Universe frei. Das müsste da sein jetzt, ne, wenn ich mich nicht vertue. Genau. Ja, hier. Was ist hier? Auch Master of the Universe. Da vorne haben wir jetzt dann Dingens frei gemacht. Jurassic World, yo. Aber auch schön gemacht, ne? Die jeweilige Hub-World, muss ich sagen, oder? Das ist auch richtig schön gemacht. Ist das jeweilige Gebiet dann immer zum... Aber kann ich jetzt wirklich Rick nehmen und in Jurassic World spielen? Geht das? Also ich glaube, hier kommen wir rein, hier geht's los. Komm, gehen wir rein, oder? Nee, können wir nicht, ne? Na, können wir leider nicht, ne. Das ist jetzt schade. Gut, vielleicht geht's hinterher, das weiß ich nicht. Dass man hinterher vielleicht... switchen kann, wenn du die Welt fertig gespielt hast, dass du natürlich erst die Story mit den Hauptcharakteren spielen musst, klar. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Und dass die dann sagen, okay, du hast das jetzt fertig, jetzt kannst du dann mit was weiß ich, hier gehst du mit Rick, gehst du dann in Jurassic World oder hier mit Scott Pilgrim gehst du dann in Umbrella Academy und so. Genau, okay. Die haben alle verschiedene Stats auch. Guck mal. Okay. Dann nehmen wir Owen. Genau. Owen Grady, würde ich sagen. Rein da. Auf geht's. Ja, Mann. Let's go.
Oha. Oha. Er frisst ihn einfach auf. Was? Der hat seinen Kopf verloren. Habt ihr das gesehen? Das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Jetzt mal Real Talk. Das ist schon witzig. Okay. Seid ihr, okay, ich habe aber meine Items aus der anderen Welt, habe ich mitgenommen. Oben sind sie. Besiege Dilophosaurus, bevor er entkommt. Wer ist denn... Ach so. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ja, ist ja gut hier, ihr komischen Flugsaurier hier. Ihr seid ja vielleicht drauf. Den kaputt machen hier. Alter, wer bist du denn? Ein Maskierter, der greift mir an. Ja! Ist denn dieser Dilosaurus? Die schießen alle auf mich, ne? Ich bin alleine. Einen haben wir. Perfekt. Okay, ich bin gleich auch kaputt. Ist ja gut jetzt. Hallo. Beruhigt euch. So. Noch mal trinken. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Ja, hallo, hallo. Beruhig dich. Wir hatten jetzt schon wieder geschossen, du, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ist da oben? Am? Ich habe eine Sprechblase über sich. Tschüss, bis morgen, Gina, tschüss. 30 Sekunden Zeit für was? Für was? Für was? Die Schatzkiste. Okay, wir müssen die anderen Saurier finden. Wo sind die? Wer angezeigt, werden sie mir jetzt gerade hier nicht so großartig. Bist du einer? Ja, du bist. Zwei haben wir. Mal so ein Merch kaufen hier. Komme ich da rein? Ja, noch nicht ganz, aber da geht's auf jeden Fall rein, weil da eine Schatzkiste drin ist. Cool. Mit dem Fahren? Ah. Oh. Batterie kann ich hier rausnehmen. Aber kein...
Ist die Batterie leer oder was? Okay, hier ist irgendwo einer. Wenn der schon auf mich spuckt. Da ist er doch. Sag mal. Boah, das war knapp. Okay, drei haben wir. Perfekt. Könnten auch. Das können wir auch nehmen, dann sind wir ein bisschen schneller. Können wir direkt hier nochmal. Können wir nicht nochmal nachnehmen, ja, okay. Er lässt jetzt keine Batterie fallen. Hm. Okay, boah, hat der mir Schaden gegeben. Das gibt's doch. Oh, wie hieß nochmal der Weiße? Weiß das einer aus dem Chat eben schnell? Der Weiße? I, irgendwas mit I, ne? Indominus Rex oder sowas, glaube ich. Indominus? Hieß der Indominus, ne? Der ja auch irgendwo rumrennt am Ende? Das wär's doch. Schön. Schnapp dir den Funköffner. Wo ist denn der? Da. Zack. Öffne das Innovationszentrum mit dem Schlüssel. Ja, okay. Muss hier rein, sonst bin ich gleich kaputt. 125.000 Vinyl wollen die haben dafür. Ja, wohl heftig. Wow. Gott. Oh. Boah. Das ist auch krass. Aber die pennen nur. Oh, jetzt schnell. Kann ich denn das öffnen? Wir müssen die Batterie aufladen an dem Charger. Okay, ja, okay. Jetzt, ja, ja, okay. Jetzt habe ich's. Batterie freigeschaltet. Brauche ich denn hier eine Batterie eigentlich? Da hinten, ja. Ob es eine Batterie ist, weiß ich jetzt. Eine Batterie ist es jetzt nicht unbedingt, aber... Können ja mal eine formen. Auf geht's. Für irgendwas brauchen wir die bestimmt. Erstmal können wir sie aufladen. Ne, da ist schon Power. Ich muss die erst aufladen. Charge war auf da. Da ist Charge.
Nice. Oh, schön ruhig gerade hier. Keine Dinos, keine Gegner. Finde ich gut. So, auf geht's. Warte mal, das kann ich doch... Kann ich doch wegmachen, kann ich doch hier drüben reinstecken, ne? Spiel finde ich persönlich echt, echt gut, ja. Echt gut. Gerade schon gesagt, hat dezent was von Lego Games. Also wirklich jetzt. Und, also wenn du Lego auf Lego Games stehst, ne, dann machst du mit dem Spiel nichts falsch. Würde ich jetzt mal schwer behaupten, ja. Finde die Krone und schnapp sie dir. Sind wir schon durch hier? Mit der ersten Welt. Wir haben gar nichts gefunden, großartig, ne? Oh, guck mal, da drin ist ein von dem Foxy-Bird. Okay, ich muss aber, da, also wenn man jetzt so, hätte ich jetzt nicht mich richtig umgeguckt, dann muss man dazu sagen, war es wirklich ein sehr, sehr kurzes Level, oder? Ja, gar nichts gefunden. Ja, aber wirklich ein sehr, sehr kurzes Level, fand ich jetzt persönlich. Ja. Könnten wir dann jetzt rein theoretisch, ach so. Für das nächste, um die nächste Welt freizuschalten, bräuchten wir dann 4 Kronen. Ja, okay, I see. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, gut. Trophäe erhalten, die nehme ich mit. Okay. Freunde, dann war es das aber für heute. Wir machen am Sonntag weiter. Was ist das?